Hey Leute, ich dachte mir, hey, ich habe mal wieder Lust, ein bisschen schwimmen zu gehen, eine Runde zu tauchen. Deswegen sind wir jetzt mitten in diesem wunderschönen Ozean. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich bin hier vorhin hier ganz normal gelandet, da, ohne dass es irgendwelche Komplikationen oder so gegeben hätte. Oh, Feuer. Kletter ich da hoch? Nein, doch mehr Feuer. Hey du da, komm her. Ich rede mit dir, willst du ein bisschen Feuerlöschflüssigkeit? Komm. Na? Oh, ich bin ertrunken. Oh, seht ihr den Abgrund da unten? Das ist wie das Great Barrier Reef. Lass uns schauen, was da unten verborgen ist. Oh, seht mal, wie er jagt. Komm her. Ich rede mit dir. Ah, ich habe ihn getroffen. Ich weiß nicht, wie ich an die Oberfläche schwimme. Ist dafür ein Knopf? So schwimme ich rückwärts. Jetzt sterbe ich. Ich glaube, ich schwimme mal rüber zu meinem abgestürzten Schiff. Alter, haben diese. Das sind richtige Glubscher, die Fische da haben. Hey, du Glubschfisch, komm mal her. Kann ich ein Stück von dir abbeißen? Wir sind fast bei meinem perfekt gelandeten Schiff angekommen. Das ist das Gute. Ich mag das Feuer, das habe ich angezündet, um es schneller zu machen. Ich dachte mir, hey, Autos mit Flammen an der Seite fahren auch immer schneller als normale Autos, also warum sollte das nicht auch bei Raumschiffen funktionieren? Ah, wisst ihr, ich sehe diesen Seetang und ich weiß genau, wie er sich zwischen den Zähnen anfühlen wird. Also nicht zwischen den Zähnen. Ich habe nicht vor, ihn zu essen. Kennt ihr doch, wenn ihr auf Seetang oder so tretet, wer zum Fick bist du? Okay, cool, geh du deinen Aktivitäten nach. Ich hole Luft. Das ist eine menschliche Aktivität. Strahlung. Ich mag Strahlung. Die macht alles viel strahlender. Wir sollten uns weiter in die Strahlungszone begeben. Was? Hier sind wenig Lebensformen. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte. Was? Ich hab noch Luft. Auf zu. Oh, was bist du denn, Cooles? Oh! Ja, geh aus meinem Gesicht raus! Was war das für ein Ding? Das sah irgendwie lustig aus, wie ein riesiger Shrimp. Oh, was bist du denn für ein Dings da? Seht euch die Nase an. Richtig hungrig bist du, oder? Hey, halt dich fern von mir. Ach, er will nur spielen. Sein freundlicher kleiner Gesell. Na du da unten. Ich bleib trotzdem mal auf Abstand. Ich würde gern den Stein. Kannst du mich gerade nicht stören? Ich zerbreche gerade Kalkstein. Unhöflicher Fisch. Oh, es wird dunkel. Jetzt kommen die ganzen phosphorizierenden Viecher raus. Oh, schaut mal, wie der leuchtet. Oh, schaut mal, wie der Fisch leuchtet. Sieht ein bisschen aus wie meine Rettungskapsel. Under the sea. Yes, under the sea. Da, 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 under the sea. Da, 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 da. Wir sollten nicht zu den Menschen gehen. Oh, bist du auch ein Fisch? Oh, schaut mal, wie groß der ist. Hallo? Was bist du? Alter, siehst du cool aus. Ja, Sauerstoff. Bla, bla, bla. Ich schau mir gerade einen Fisch an. Es ist eine riesige Muschel, würde ich sagen, auf jeden Fall. Oh, was bist du denn für ein Dingsbums? Alter, seht euch die sympathischen Augen an. Na du? Na du? Oh, ist er nett. Na? Wie ein Seeelefant. Wir reden nicht über seine Verdauungsprobleme. Das ist ihm sehr unangenehm. Wir lassen uns hier auf diesem Channel nicht auf so ein Niveau herunter. Hier ist ein Fort-Sound. Oh, da ist was Rotes. Oh, da ist was Blaues. Oh, da ist was Gelbes. Was bist denn du? Kann ich das einsammeln? Kann ich dich mitnehmen? Schlingpflanze. Schlingpflanzenbüsche. Ja, die nehme ich alle mit. Die gehören jetzt alle mir. Ehr du dich da raus. Bist der Spielverderber von vorhin. Bleib schön, wo du bist. Oh, ein Rochen. Seht mal, wie ihr verspielt er durch das Gras durchflitzt. Ich fühle mich hier wie auf einer Fotosafari. Oh, da ist wieder dieser lustige Freund von vorhin. Hey, lustiger Freund. Willst du ein bisschen Löschmittel? Soll ich dir einen ausgeben? Ein bisschen Löschmittel? Hier, nimm mal. Ah, Löschmittel. Okay, lassen wir dich in Ruhe. Du hattest genug Löschmittel.
Das musst du dir auch einteilen. Das muss mir den ganzen Tag reichen. Okay, ich habe jetzt eine Idee. Was ist, wenn ich einfach ins Wasser gehe und ganz lang in eine Richtung schwimme? Ich glaube, das ist ja tatsächlich so eine Naturangst vor Menschen oder so. Irgend so eine Urangst. Irgendwie vor Wasser. Oder jetzt tief und vor tiefem, nicht durchsichtigen Wasser, weil da irgendwie was Böses drin lauern könnte. Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe hier bisher nur Freunde gefunden. Wie da drüben. Mr. Furzball. Es gibt seltsame Phobien. Es gibt auch die Angst davor, dass dass man im Wasser eingesperrt ist mit irgendwelchen Roboterwesen. Obwohl allein mit einem Roboter eingesperrt zu sein, klingt schon ziemlich gruselig. Ich war mal 12 Monate in einer Furby-Fabrik eingeschlossen. Das verändert einen Menschen, wisst ihr? Willst du ein bisschen Schaum? Schaumparty! Sollte mich umdrehen und dann... Oh, seht ihr, das ist ein Speedantrieb. Los! Hui! Oh, da unten sind schon... die sind plötzlich... Das ist plötzlich auftauchendes Seegras, wenn ich je welches gesehen habe. Oh, da ist der große Graben. Wie war es nochmal in Findet Nemo? Man muss oben drüber schwimmen, nicht unten durch. Nee, man muss durch den Graben durchschwimmen, nicht oben drüber. Mr. Dreiecksfisch. Wir müssen da jetzt durchschwimmen, sonst erwischen uns die Quallen. Wenn es eine Sache gibt, die ich gern vermeiden würde, dann wären es ein paar schmerzhafte Quallenbrandstiche. Oh, da beginnt die Tiefsee, Leute. Ich kann sie schon schmecken. Und da ist schon ein freundlicher Fisch, der uns begrüßen will. Hallo, Mr. Fischi. Ich bin neu in der Nachbarschaft, ich bin gerade erst eingezogen. Ist das hier ein cooles Gebiet? Können wir hier spaßige Dinge erleben? Schwimmen wir weiter. Nutzen wir wieder unseren Turbo. Oh, mein Löschmitteltank ist leer, schade. Na, wie verhaltet ihr beiden euch miteinander? Seid ihr gute Freunde? Wir denn wie im echten Ozean sind alle Fische miteinander befreundet. Das habe ich in einem Animationsfilm gelernt. Er hieß... Große Haie, kleine Fische und Will Smith hat die Hauptrolle gespielt. Oh, wir haben Land entdeckt, Leute! Die Reise beginnt und über uns weht die Fahne im Wind, weil es unser Geheimnis bleibt, wohin uns unser Herzschlag treibt. Oh, wir haben die Landmassen. Wie sie sich vor mir erheben, diese bergigen Felsenberge. Erkunden wir das neue Land. Hallo. Oh, hallo, Mr. Krabbenmann. Kannst du bitte aufhören, in mein Gesicht zu springen? Danke. Bist du eine Headcrab? Halt dich fern! Geh zurück ins Meer! Und Meer! Hä? Unhöflicher erster Kontakt. Der denkt, der wäre was Besseres, weil er sich evolutionär weiterentwickelt hat, weil er das Wasser verlassen konnte. Oh, seht euch das an! Da hat jemand ein Haus auf die Insel gebaut! Krass! Kommt das denn hier hin? Denkt ihr, der Typ hat was dagegen, wenn wir uns ein bisschen häuslich bei ihm niederlassen? Sieht ja doch sehr schön aus. Was haben wir denn da auf dem Boden liegen? Eine violette Tafel. Ich habe eine violette Tafel, ich bin sehr wichtig. Lassen Sie mich passieren. Und? Flachkörper! Hui! Woo! Ich weiß nicht ganz, was passiert ist. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen schwimmen gehen und jetzt bin ich in dieser komischen, mysteriösen, alten Computer-Würfel-Weltbasis. Hui! Keine Angst, ich bin Taucher. Ich weiß genau, was ich tue. Hier ist langweilig. Gehen wir woanders hin. Tief, tief unten im Ozean. Senke ich die Leiste immer tiefer. Oh, lass uns in den Geysir gehen. Ja, Geysir! Geysir! Hui! Geysir! Es war schön warm im Geysir. Voll mit Lava. Schauen wir mal, ob ich zum Rand der Welt reisen kann. Schauen, ob ich dann runterfalle. Ich habe nämlich die Theorie, dass ich mich hier auf einer Scheibe befinde. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Seht ihr, ich kann mein Schiff von hier aus schon gar nicht mehr sehen. Ich bin für keine Umweltverschmutzung verantwortlich. Ich kann es nicht sehen. Scheint nicht viel zu sein. Oh, was bist du denn? Oh, hier sind von wegen geologisch. Alter, bist du cool. Hey, geh aus meinem Gesicht raus. Was bist du? Ich will dich studieren. Hui. Gehen wir mal wieder an die Wasseroberfläche. Lassen wir Mr. Riesenwasserbär mal in Ruhe. Oh, sieht ja cool aus. Sag ich doch, wenn man rausschwimmt, dann findet man die coolen Getiere.
Nicht als Tipp für den normalen Alltag verwenden. Schwimmt nicht einfach irgendwo hin. Hey, lass mich in Ruhe, habe ich gesagt.